Ein wunderschönen guten Tag. Nachdem wir jetzt die Pocket-Bibeln hatten, hatte ich überlegt, was wir jetzt machen, ob wir gleich mal zu Eugene Peterson kommen oder auch nicht. Aber eigentlich können wir zu was ganz anderem kommen. Und zwar nach den Pocket-Bibeln können wir eigentlich genau zu dem Gegensätzlichen kommen, und zwar Großdruckausgaben. Großdruckausgaben haben eigentlich im Gegensatz zu den Pocket-Bibeln nicht wirklich eine sinnvolle Funktion. Sie sind meistens Ausstellungsstücke, stehen rum, liegen irgendwo aufgeklappt rum, um gut auszusehen. Selbst eine Altarbibel, aus der wird ja mitunter gar nicht gelesen, sondern der Pastor oder der Pfarrer lesen meistens aus den Lektionars hervor, die ja zu den jeweiligen Perikopensonntagen ja genau die Texte darstellen, was vorgelesen kann. Eine Altarbibel, meistens wie hier, liegt eigentlich meistens nur rum und steht da und sieht gut aus. Wir gucken uns mal ein paar Großdruckbibeln an. Da haben wir eine. Die Bibel in Großdruck. Das ist diese Version. Sie ist anders als die anderen Großdruckbibeln. Wir kommen hier rauf. Luther-Übersetzung in Großdruck. Sie liegt in drei Bänden vor, weil sie einfach wirklich, wirklich groß geschrieben ist. Und das hat auch einen Grund. Wir gucken mal in diese rein. Altes Testament, zweiter Teil, Psalm bis Malachi und Apokryphen. Hier mal eben das Verhältnis zu einer Standardbibel, zu den Großdruckbibeln. Wir schlagen mal richtig direkt auf. Und was ihr hier schon seht, ihr seht den Unterschied sicherlich. Und das hat folgenden Grund. Bei dieser Großdruckausgabe, die ist ganz speziell für die Gemeindearbeit gedacht. Sie ist in extrem großer Schriftart geschrieben, dass auch ältere Semester sie sehr, sehr gut lesen können, dass ältere Semester sie sehr gut auch vorlesen können. Wenn es in den Gemeindearbeiten, Hauskreisen Texte gibt zum Vorlesen, dann muss man nicht auf eine normale Kleindruckbibel gehen, sondern man kann direkt auf eine richtig, richtig Großdruckbibel gehen. Und sie ist auch wirklich bis zum Rand vollgeschrieben, ohne Fußnoten, weil man diesen Platz wirklich komplett braucht. Wir haben eine Schriftgröße von 5 mm und das ist sehr, sehr viel. Und wenn man sich hier Texte rausnimmt, um zu lesen, dann ist sie für die Gemeindearbeit im Gemeindezentrum ein wunderbares Werk, um hier wirklich vorzulesen. Und hier kann man auch wirklich ohne Lesebrille jeden Text super lesen. Deswegen auch in drei Bänden. Wir gucken einmal ins Neue Testament. Die Größenverhältnisse hatten wir ja schon. Und man braucht gar nicht ranzoomen. Schaut mal, das ist wirklich megamäßig groß geschrieben. Es ist im Text von Luther 2017 geschrieben. Und ich denke mal, mehr brauche ich dazu nicht sagen. In dieser Version werde ich noch lesen, wenn ich hornalt bin. So, kommt wieder zurück. Gut. Zwei andere Großdruckbibeln ist zum einen auf der linken Seite die große Einheitsübersetzung in Großdruck. Kurzer Größenvergleich dazu. Sie kommt daher, ich mach mal hier weg. Das ist eine Bibel, die liegt im Großdruck, bei der es sehr, sehr cool ist, wenn sie auf einem Buchständer aufgeklappt in Gemeindezentren liegt oder eben auch auf dem Altar oder eben auch in einer kleinen Kirche, weil das hat etwas Ehrhaftes, etwas Angenehmes, wenn so eine Bibel, wenn man diese Bibel nimmt und durchblättert durch die verschiedenen Texte. Ich zum Beispiel, bei mir zu Hause liegt sie auf dem Sideboard aufgeklappt mit Bildern aus den verschiedenen Kapiteln. Das ist die damals noch gemeinsame Einheitsübersetzung.
Damals war das noch der ökumenische Gedanke, da hat die evangelische Kirche und die katholische Kirche noch gemeinsame Sache bei der Bibelübersetzung gemacht. Das war die Einheitsübersetzung, später dann nicht mehr. Da gab es ja dann 2016 die Einheitsübersetzung nur noch von der katholischen Kirche. Das war diese hier. Aber wie gesagt, das macht sich sehr cool auf einem Sideboard oder eben auch, wenn man da nicht so rumkritzelt wie ich. Aber eben auch mit sehr, sehr schönen Zeichnungen. Okay, die andere, gleiche Größe, ebenfalls, liegt bei mir auch auf einem Sideboard aufgeschlagen da. Das ist die sogenannte Jerusalem-Bibel. Jerusalem-Bibel deswegen, weil sie im Style mit dem Jerusalem-Kreuz gekennzeichnet ist. Es ist die Luther-Übersetzung von 84. Ebenfalls im Großdruck verfasst. Oben jeweils die jeweiligen Kapitel zum Blättern. Ist jetzt aber auch Geschmackssache. Ich habe die eigentlich lieber an der Seite zu sehen. Aber bei so einer Großdruckversion klebe ich kein Griffregister rein. Auch hier ist die Ausgabe Luther 84. Dazu müssen wir nichts weiter sagen. Ab und zu mit Bildern versehen. Jetzt finde ich natürlich keins. Es sind nicht so viele wie bei der Einheitsübersetzung. Das ist aber ganz gewohnt. Das ist der Teich von Bethesda. Ein Zeichen, ein Bild von Bethesda. Dann haben wir hier den Abstieg ins Jordantal drin. Das soll die Szene am dem Jakobsbrunnen sein, bei Sichem. Und das ist der Hafen von Tyrus, der Rückzugsort Jesu. Gut. Das sind die Bibel im Großdruck. Die Einheitsübersetzung in der Großdruck habe ich nochmal mit Goldschnitt hier zu stehen. Ist aber, die hole ich jetzt nicht raus, weil es genau die gleiche ist, nur eben mit einem Goldschnittcover. Diese eben bloß im Goldschnittcover. Dann fehlt als letzte dann halt nur noch die offizielle Altarbibel. Im Schuber. Eine normale Bibel dazu. Kommt im richtig guten Kartonschuber daher. Das ist eine offizielle Altarbibel, wie sie in lutheranischen Kirchen steht. Drei Bänden. Grau, blassgrau, weiß. Die Luther-Übersetzung revidiert 2017 mit Apokryphen. Es ist die Altarbibel, wie sie auch bei uns in der Kirche auf dem Altar liegt. In der 2017er Übersetzung ohne Skizzen jetzt oder auch ohne Zeichen oder Bilder, sondern im Großdruck. Das heißt, wir haben jetzt eine in Einheitsübersetzung, wir haben eine in Luther 84 und wir haben eine in Luther 2017 jetzt hier. Und zu der kann man noch gar nicht viel sagen. Die Schriftgröße hier sind bei 3 mm, also etwas kleiner als die für die Gemeindearbeit im Großdruck. Deswegen auch in einem Schuber und nicht in drei Bänden. Wie gesagt, der Einsatzort für solche Bibeln ist eigentlich relativ gering, anders als bei einer Pocketbibel. Ich kenne sie nur, dass sie ausliegen in Gemeinden oder auch hier bei mir. Ich lese selber nicht in den Großdruckausgaben, in der ganz großen vielleicht später mal, wenn ich älter bin. Aber ansonsten im Gemeindedienst oder am Sonntagsdienst wird es aus dem Lektionar gelesen, nicht hier raus. Und ansonsten in Gemeindearbeit im Auslegen mit den Bildern, weil sie einfach dann nur da sind, um da zu sein, um drin rumzublättern. Aber man nimmt sie sich nicht mit und geht damit irgendwo hin.